halt quasi eine Mischung aus Wirtschaft und Informatik. Also wir machen sehr viele Programmiersprachen, wir programmieren viel, auch sowas wie SAP, Webentwicklung machen wir. Dann haben wir aber auch Geschäftsprozesse zum Beispiel, die wir modelliert. Und deswegen, also wir haben sehr viele verschiedene Sachen, sehr viel am PC auch, sehr viele praktische Sachen. Und das bringt alles super viel Spaß. Wirtschaftsinformatik beinhaltet Aufgaben, die sehr stark Kommunikation mit Menschen voraussetzen. Also man muss Brücken bauen zwischen dem technischen Wissen und den Anforderungen, die in Unternehmen beispielsweise bestehen. Es ist also nicht so, dass man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt, sondern man hat sehr viel mit Menschen zu tun. Wirtschaftsinformatik gibt es ja fast in allen Städten in Deutschland, aber in Lüneburg unterscheidet sich eben, weil man in relativ viele Bereiche reinschauen kann, auch noch mit dem Miner, der ja nochmal einen ganz anderen Bereich auch sein kann, jetzt wie bei mir digitale Medien, wo man dann sich nochmal auf Webdesign spezialisieren kann. Ich studiere an der Fahne, weil ich das Studienmodell sehr gut finde, dass man das Hauptstudium mit einem Miner verbinden kann und auch ein Komplementärstudium hat. Also generell einen Fokus setzen kann, was man studieren möchte. Man kann sich hier wirklich selbst auch weiterentwickeln als Mensch, indem man sagt, ich gehe in die Richtung, ich gehe in die andere Richtung. Man ist nicht festgelegt. Das Besondere ist auf jeden Fall, dass man halt in unterschiedlichen Fachbereichen arbeitet und relativ viele Gruppenarbeiten auch hat, in denen man mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet. Wir haben ein großes Netzwerk an Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Das geht von Banken über Unternehmen in der Logistikbranche bis hin zum E-Commerce, mit denen wir regelmäßig Projekte anbieten und da eben genau auch den Transfer zwischen Theorie und Praxis fördern. Das nennt sich dann BWLT-Projekt. Das ist eine Kooperation mit Unternehmen und für die entwickelt man dann zum Beispiel auch ein Programm. Das mache ich jetzt auch in diesem Semester. Das macht halt wirklich sehr viel Spaß, weil man eine Anforderung vom Kunden kriegt und das dann selber konzeptioniert und halt auch umsetzen kann. Und das finde ich schon sehr gut. Also da lernt man sehr viel und das macht auch Spaß. Also vor allem auch mit Gruppenarbeitern und wird dann auch nicht alleine lassen. Man kann eine Gruppe dynamisch dann agieren, einen Prototyp erstellen, mit dem Kunden zusammenarbeiten. Der Studium bei uns ist durchaus anspruchsvoll. Wir begegnen dem, indem wir insbesondere auch kleinere Übungsgruppen, Seminare und Projekte anbieten, indem wir sehr intensiv auch mit den Studierenden in den Dialog treten. Ich glaube, das zeichnet das Studium hier an der Leuphana aus. Also wir haben halt ein paar Tutorien, gerade zu den schwierigen Fächern wie Mathe. Da kann man dann eben auch mit anderen Studenten drüber sprechen. Die machen dann die Aufgaben vorne vor und erklären das alles. Und auch wenn man so Probleme hat, dann kann man immer den Dozent anschreiben und hat da auch immer Hilfe. Also wir haben auch Lerngruppen, wo wir uns untereinander organisieren und uns gegenseitig helfen. Und mittlerweile gibt es auch ein IT-Helpdesk, der ist offen Studenten organisiert. Die Berufsaussichten sind hervorragend. Es gibt eine große Anzahl an offenen Stellen, auch mit sehr attraktiven Profilen. Und da ist der Einstieg unmittelbar auch nach dem Studium möglich oder eben am Anschluss nach einem Masterstudium. Die Leuphana bietet insgesamt ein sehr innovatives Umfeld. Das fängt von der Forschung an, aber auch in der Lehre. Wir haben ja sehr viele Möglichkeiten, das Studium auch an die aktuellen Herausforderungen anzupassen. Wir haben tolle Studierende hier und es macht mir wirklich sehr viel Spaß, hier zu lernen. Mir gefällt allgemein auch die Kleinstadt, das ganze Flair. Man kennt alle in der Uni. Einfach so diese Grundeinstellung an der Uni gefällt mir super gut.